Was war dein peinlichster Spielmoment? Mein peinlichster Spielmoment war, wo ich im ersten Tempel in Skyward Swords total gefailt bin, weil ich das erste Mal auf Heldenmodus gespielt habe und dann von einem ganz einfachen Goblin eine Klippe runtergeschubst wurde. Mein peinlichster Spielmoment? Oh, das ist eine gute Frage. Ich war vor ein paar Wochen auf einer LAN-Party mit ganz vielen Jugendlichen und ich glaube, da haben wir einen Ego-Shooter gespielt und ich habe das echt überhaupt nicht hinbekommen. Bin die ersten Male total gestorben. Und ein zweiter noch, hier auf der Gamescom, ich habe Assassin's Creed 3 gespielt, habe Multiplayer gespielt und habe, glaube ich, ganz viele Passanten angegriffen, was man gar nicht durfte und ich wusste das gar nicht. Das war, wo ich gegen mein vierjähriges Patenkind beim Mario Kart Rennen verloren habe. Einmal habe ich mit meinem Bruder eine Wette gemacht, dass er irgendwas nicht schafft, halt so im Spiel, Halo. Und ja, dann habe ich die halt verloren und das war einfach nur peinlich, mehr nicht. Mein peinlichster Spielmoment war in League of Legends, da war ich halt neu und ja, da war ich online ganz schön schlecht und dann haben die mich alle zugespammt mit Noob und sowas und ja, da war schon schlimm. Im Land der Toten immer zu sterben. Und mein peinlichster Spielmoment war vor kurzem, als ich in Awesome Nauts komplett gesackt habe. Als ich in dem Spiel angefangen habe, da wurde ich einfach nur von allen gekillt. Wo ich einmal gegen einen Anfänger verloren habe. Mein peinlichster Videospielmoment? Weiß ich gar nicht. Counter-Strike Source müsste das gewesen sein. Habe ich mit Kollegen gespielt, auch um Preisgeld. Und ich habe vorher große Töne gespuckt, dass ich schaffe 1 gegen 5, aber habe ich dann wohl doch nicht geschafft, dadurch verloren. So ist das dann. Mein peinlichster Spielmoment? Oh Gott. Mein allererstes Mal Online-Gaming, würde ich in erster Linie sagen. Okay, mit welchem Spiel? Das war damals Counter-Strike, ich glaube Alpha oder Beta. Das kam auf jeden Fall gerade als Mod raus, für Half-Life damals. Wenn ich mit Freunden FIFA spiele oder so, dann passieren schon mal so ein paar Sachen. Als ich gegen den mal bei FIFA verloren habe. Als ich gegen den Pfosten gekracht bin beim Fußballspiel.